Does anybody here like Johann Sebastian Bach? Other than you? Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch die Top 10 Musiker, die nach ihrem Tod berühmt wurden. Sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, last night in my dream, I saw your face again. That's of course part of the devastation about so many people who are dying of AIDS is that people just, you know, won't hear about all these writers and musicians. Für diese Liste werden wir uns die Musiker ansehen, die während ihres Lebens weitgehend ignoriert wurden, aber schließlich Größe erreichten, nachdem sie verstorben sind. Besser spät als nie? Kennst du ein weiteres Beispiel dafür? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Robert Johnson. Über Roberts kurzes Leben ist nur wenig bekannt. Er wurde in Mississippi geboren und starb dort. Zwischendurch war er mal hier und mal da. Er war ein umherziehender Bluessänger, der nur wenige Aufnahmen machte, obwohl sein Talent bemerkenswert war. Er hätte locker zur Legende werden können. Weitere 20 Jahre nach seinem Tod 1938 blieb Johnson weiterhin unbekannt. Dies änderte sich, als Columbia Records ein posthumes Album namens King of the Delta Blues Singers veröffentlichte. Dieses weckte neues Interesse am Blues. Und obwohl Johnson es nie erfahren sollte, beeinflussten seine Songs eine Vielzahl von Künstlern. Darunter Bob Dylan, Eric Clapton und die Rolling Stones. Sie trugen auch dazu bei, den Rock'n'Roll zu formen. Nummer 9. Nick Drake. Unglücklicherweise für einen Musiker war Nick schüchtern und hasste es, live aufzutreten. I thought Nick was fantastic guitar player. I mean, just a great original Fingerstyle Guitar Player. Er hat nur 3 Alben erstellt und als diese sich nicht verkauften, war er deprimiert und hatte fast kein Einkommen. Im Alter von nur 26 Jahren starb er an einer Überdosis Antidepressiva. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can. Drake wurde nach seinem Tod von anderen Musikern und Bands als Einfluss genannt. So etwa Kate Bush und Robert Smith. Doch was die Öffentlichkeit betraf, schien er dazu bestimmt zu sein, in Vergessenheit zu geraten. Bis Volkswagen 99 seinen Song Pink Moon in einem Werbespot verwendete und Jahrzehnte nach ihrer Entstehung zu einer enormen Umsatzsteigerung seiner Alben führte. Pink Moon is one of the most astounding records ever made. Nummer 8. Jonathan Larson. Larson ist ein unheimlich passendes Beispiel für Oscar Wildes Zitat: Das Leben imitiert die Kunst. I'll have the salad knee soys and some holly bread. Er schrieb Text und Musik für mehrere erfolglose Theaterproduktionen, aber auf seine Rockoper Rent hatte er große Hoffnungen gesetzt. In dieser ging es um arme Künstler, die darum kämpften, ihre Träume zu leben. He got a full scholarship. He blew everybody out of the water. We were taken by his energy, his commitment, his skill set. Larson selbst war fast pleite und litt unter Schmerzen in der Brust, als sein Opus Magnum zur Aufführung bereit war. Am Morgen der ersten Live-Show wurde Larson tot in seiner Wohnung aufgefunden. Every professional dream my brother had that he thought might happen over the course of his career happened in that one moment. And it was the moment that he died as well. Rent wurde ein großer Erfolg und um es mit Larsons eigenen Worten zu sagen, seine Geschichte erinnert uns daran, jede Minute jedes Jahres zu schätzen. Nummer 7. George Bizet. Anders als viele andere Leute auf dieser Liste, hatte George einen brillanten Start in seine Karriere. Er wuchs in einer musikalischen Familie auf, besuchte das Pariser Konservatorium und gewann für seine Komposition sogar den berühmten Prix de Rome. Musik.
Danach hat er jedoch eine Reihe von Misserfolgen. Schließlich setzt er all seine Hoffnung auf Carmen, eine großartige Oper, die in Spanien spielt und voller Action, Drama und heißer Romantik ist. Leider war das Publikum in Paris von dem Werk geschockt und Kritiker verurteilten es. Mit gebrochenem Herzen und krank starb er nur wenige Monate später. Kurz bevor Carmen in Wien uraufgeführt wurde und ein großer Erfolg wurde. Heute gilt sie als Meisterwerk und ist nach wie vor eine der beliebtesten und meistgespielten Opern des Genres. Nummer 6. Tim Hardin. Hardin hatte die zweifellose Auszeichnung, mit seiner eigenen Musik weniger erfolgreich als andere zu sein. Seine Songs wurden unter anderem von Joan Baez, Johnny Cash und Bobby Darin gecovert. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Darin machte Hardins If I Were a Carpenter berühmt, während Hardin mit einem Cover von Darins Simple Song of Freedom konterte, ironischerweise seine einzige Hitsingle. Nach einem betrunkenen Auftritt bei Woodstock begann sich sein Leben drastisch zu verschlechtern. Seine Frau und Sohn verließen ihn, sein Plattenstudio ließ ihn fallen und mit nur 39 starb er an einer Überdosis. Soon your sailing will be over. Seine Songs wurden noch immer gecovert, doch Hardin selbst blieb weitgehend unbekannt. Dies änderte sich, als 2013 ein Tribute-Album veröffentlicht wurde, das über 30 Jahre später neues Interesse an seiner Arbeit weckte. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Nummer 5. Arthur Russell. Arthur hatte viele Interessen und seine Musik ist notorisch schwer einzuordnen. Lucky cloud in your sky, a little rain, a lot of fun, one, yeah. Die Beschreibungen reichen von etablierten Genres wie New Wave und Folk bis hin zu Mutant Disco und buddhistischer Bubblegum. Russell war stets am Experimentieren und überarbeitete seine Songs, wodurch sein großer Erfolg ausblieb. At one point he did some horn arrangements for a couple of our songs. They were peculiar horn arrangements. I had to completely reorient my thinking. Im Wesentlichen starb er unbekannt. Und das mit nur einem abgeschlossenen Album. Sein langjähriger Partner Tom Lee arbeitete jedoch mit Steve Knutson von Audica Records zusammen, um von Russells Musik posthume Alben zu schaffen. Diese haben seither Musiker inspiriert und Fans angezogen. At one point he would do something that would seem very avant-garde or whatever you want word you want to use, and then the next minute he would say, what I really want to do is sound like ABBA. Knutson weigert sich jedoch, für diese Alben Werbung zu machen. Er ist der Überzeugung, dass die Vermarktung toter Künstler geschmacklos ist. Wahrscheinlich hat er recht. Doch wenn mehr Produzenten so denken würden, wären fast alle auf dieser Liste nach wie vor unbekannt. Nummer 4. Otis Redding. Redding war ein angehender Sänger und Songwriter, dessen Karriere im Alter von nur 26 Jahren durch einen Flugzeugabsturz endete. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Redding hatte mit einem R&B-Song namens These Arms of Mine ziemlich gut abgeschnitten, aber das Lied, das ihn wirklich berühmt machte, war Sitting on the Dock of Bay. Sitting on the Dock of Bay. Leider wusste es Redding selbst nie. Nur wenige Tage nach der Aufnahme des Songs hat er in diesem schicksalhaften Crash sein Leben verloren. Es war das erste posthume Werk, das Platz 1 in den US Billboard Charts erreichte. Redding ist nicht nur für seine Lieder und sein Gesang bekannt. Seine einzigartige Mischung aus Folk und Blues führte zur Erfindung eines neuen Musikstils. Soul. They are wanting
Nummer 3, Israel Kamaka Viko Ole. Hawaiian music is my root, bro. You know, and I can play nobody else's music if I cannot do my own. Er war von der traditionellen Musik seiner Heimat Hawaii fasziniert und im Leben war außerhalb dieses Staats nicht wirklich bekannt. Es gelang ihm jedoch etwas extrem Seltenes. Er fand einen Klassiker neu. Seine Version von Over the Rainbow, die er mit What a Wonderful World mischte, wurde zur meistverkauften Version des Songs. Es dauerte jedoch bis Ende der 90er und Anfang der 2000er, nach seinem Tod, dass diese Version bekannt wurde. Sie wurde in einer Reihe von Werbespots und in einer Reihe von Filmen verwendet. Well, trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Dennoch hatte er ein berühmt-fröhliches Verhalten und glaubte, dass der Tod nur ein Übergang in eine andere Form sei. Bei seiner Beerdigung sagte ein Freund, er hätte gelacht. Nummer 2. Jeff Buckley. Wenn man über Jeff Buckley spricht, muss man auch seinen Vater Tim Buckley erwähnen. Dieser könnte auch auf der Liste sein. Jeff hat seinen Vater nur einmal getroffen, aber er scheint Tims vielseitigen Stil geerbt zu haben. Sein erstes Album, Grace, enthält Elemente aus Folk, Rock und Funk. Damals wurde es übersehen. Heute sagt man, es wäre ein Meisterwerk. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. David Bowie sagte, wenn er ein Album auswählen müsste, um es mit auf eine einsame Insel zu bringen, wäre es Grace gewesen. Es wird nicht nur Buckleys eigene Arbeit bewundert. Sein Cover von Leonard Cohens Hallelujah ist bis heute eine der beliebtesten Versionen des Songs. Halleluja! 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 Doch vor all dieser Popularität ertrank Buckley. Er starb wie sein Vater kurz bevor er groß rausgekommen ist. Bevor wir nun fortfahren, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Johann Sebastian Bach. Es mag unglaublich klingen, dass Bach, der Barockmeister, der heute als einer der brillantesten Komponisten westlicher Musik gilt, in seinem Leben nur wenige Kompositionen gefeiert hatte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er größtenteils als Organist und Musiklehrer, wobei er manchmal Ärger mit den Kirchenführern bekam, weil er beim Spielen neue Rollen improvisierte. Bach schrieb nicht nur Musik für sich selbst, sondern auch für seine Schüler und sogar Mitglieder des Adels. Dennoch wurden viele seiner größeren Werke zu seinen Lebenszeiten nie aufgeführt. Bach selbst muss seine Werke jedoch für wertvoll gehalten haben, da er sie sorgfältig aufbewahrt hat. Es ist schön, sich vorzustellen, wie zufrieden er heute auf die Erde herabschaut. Stimmt ihr unsere Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.